Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Runde Cataclysm Classic. Ich habe mal die HD-Texturen eingeschaltet und irgendwie ist das ein bisschen unspektakulär. Also hätte ich jetzt irgendwie mehr erwartet. Naja, dann wissen wir auch, was das ist. Hatte ich ja gesagt, dass ich das mal anschmeißen wollte. Jetzt haben wir es mal angeschmissen. Schauen wir mal, was das hier heute gibt. Ich spiele nämlich mal wieder mit. Uiuiui. Mit dem guten Truguan. Mit dem Schaman. Also nicht mit dem Holy Priester. Ein bisschen Abwechslung muss auch mal sein. Der sieht aber schon ganz gut aus. So viel kann ich verraten. Danke dafür, dass du den Erzschild ausgelöst hast. Danke, danke, danke. Ganze Zeit noch Nachrichten zum Wahlergebnis. Wir haben immer mit ein paar Mann, auch mit ein paar Studenten von Tate noch so live auch hier alles so in the real world alles verfolgt. Also ich hatte parallel den Podcast von Tate laufen, parallel auf einem anderen Monitor Live-Ticker von der Wahl noch alles. Und das ist jetzt mal was, was auch ganz gut ins Video passt. Ich persönlich wusste in etwa, weil die deutschen Medien so, ja, so ab 8 Uhr wussten wir es. Also wir wussten es, ich habe es auf verschiedenen Social-Media-Kanälen gesehen. Hier so kennt man halt so die üblichen Verdächtigen, Ketzer der Neuzeit und Junge Freiheit und so. Habe ich es halt auch ein bisschen mitverfolgt. Wir wussten circa um 3.30 Uhr, ja, hatte sich so schon ein deutlicher Vorsprung für Trump angebahnt. Da wussten wir so in etwa, okay, das Ding kann hier in den nächsten Stunden entschieden sein. Dann kam auch die Nachricht relativ schnell, weil der Ketzer war ja auch in Pennsylvania. Kam dann auch relativ schnell die Nachricht durch. Ja, Pennsylvania ist jetzt rot, also republikanisch. Da hat jetzt auch der Trump das Ding übernommen. Und da wussten wir dann eigentlich auch schon relativ fix, okay, das war's. Er wird's machen. Das ist jetzt nur noch wirklich eine Frage von Minuten und Stunden. Dann kam so Stück für Stück, ging es auch immer mehr in die Richtung von Trump. Man hat dann auch relativ schnell gesehen, so Kansas, wo ich jetzt so persönlich, mich hat Kansas überrascht, weil ich dachte so mit Taylor Swift und den ganzen Swifties da, weil da ja auch die Chiefs und so spielen, dass das sich die Demokraten holen, das habe ich wirklich gedacht, aber dem war nicht so. Da wurde auch republikanisch gewählt und auch sonst in allen anderen Staaten. Da war dann auch relativ schnell fix, dass da dann auch Republikaner werden. Es sah ja auch lange so aus, dass so rein demokratische Staaten wie Maine noch an Donald Trump gehen würden. Aber das war am Ende des Abends tatsächlich nicht so der knappe Sieg, wie er hier in Deutschland vorhergesagt worden ist oder knappe Kopf an Kopf rennen, das war eigentlich eine eindeutige Sache und das vom Start heraus. Aber das war auch das, was ich zum Beispiel im Vorfeld hinein mit Freunde und Familie besprochen habe. Die Harris hat es sich einfach mit sehr vielen Gruppen verscherzt. Einmal mit den Frauen da, weil Abtreibungsrechte schön und gut, Frauen haben einfach keinen Bock in der Damenumkleide Schwänze zu sehen, sage ich jetzt mal so frei raus. Und hier hat sich mit den ganzen Christen verscherzt. Und Amerika ist ein christliches Land. Und dann hast du einfach irgendwann auch mal verkackt. Dann hat sich ja die Bewegung, die ich auch mit unterstützt habe, Christen für Trump, so rausgebildet, rauskristallisiert. Und dann war auch relativ schnell, hat sich bei der Wahl gezeigt, der Drops gelutscht. Also vom knappen Sieg war da von, oder vom knappen Ergebnis war da keine einzige Sekunde was zu spüren. Trump hatte da von Anfang an die Hosen an. Dann ist auch noch im, das haben die im Podcast von Tate gezeigt, zwei Republikaner, zwei homosexuelle Demokraten sind hingegangen und haben in irgendeinem Bürogebäude, in irgendeinem Gebäudekomplex, wo auch nochmal Wahlveranstaltung alles war,
Hatten die dann miteinander geschlafen, so, wo ich mir persönlich so denke, so, und auch Tate war einfach nur sprachlos. Das sind die Menschen, die euch, wenn ihr das Kreuz nicht bei Blau gemacht habt, wenn ihr das Kreuz bei Blau gemacht habt, hätten die euch regiert. Aber da die das genug bei Rot gemacht haben, bei den Republikanern, wurde euch das erspart. Und ja, es war ein sehr schöner Abend, muss man ganz klar sagen. Ich habe es genossen, auch die Nachrichten und so mit den Leuten. Das war jetzt auch mal so ein schöner Filler für das Video, muss ich sagen. Also, das war ein Abend. Respekt. Ich glaube auch, der Richtige hat gewonnen. Gut, das war jetzt auch mal meine Meinung dazu. Das passte jetzt irgendwie so, da ja heute auch so Wahltag war. Für heute war es das tatsächlich schon. Der gute Tukwan ist durch für heute. Wir haben eine schöne Heilung gemacht, schön entspannt. Ich habe mir meine Meinung über die US-Wahl gesagt. Ich habe es ja mitverfolgt. Ihr dürft gerne auch mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Und dann, ja, schauen wir mal, was wird. So auch so für Deutschland. Das war's für heute. Danke, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.